Joa, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Thorsten, das ist mein Kanal, Thorsten und seine Welt. Heute zeige ich euch mal so ein bisschen im Becken, was absolut schief gelaufen ist dieses Jahr. Ich habe also zwei Mann Anlauf genommen. Ich wollte hier ein Becken, 80er Becken, umbauen für ein Meerwasseraquaristik, also einsteigen, das relativ wirrwarr passiert. Zweimal ein defektes Becken gekriegt. Das heißt also, ich habe das Becken denn mich so ein bisschen entschlossen und gesagt, okay, jetzt ist es kaputt, was machen wir? Wir können es aus zwei, ich durfte die Becken behalten, die kaputten, ich brauchte die also nicht zurückschicken. Tja, was habe ich jetzt nun gemacht? Ich habe mir dann überlegt, ich sie dann beide so ein bisschen wegschmeiße und entsorge. Wäre schade drum, mache ich aus zwei ein Becken und wie ich es gemacht habe, zeige euch dennoch. Denn 2022 enden wir damit, ein bisschen was Positives. Weihnachtsfeiertage, hoffe ich, habt ihr gut überstanden. Bei mir war es nicht so toll gewesen. Und meine Frau musste nur zu Hause bleiben wegen Corona. Also wir sind jetzt immer noch so ein bisschen positiv. Ich hoffe, wenn dieser Film jetzt online geht, dass wir die ganze Geschichte überstanden haben. Also Corona macht auch nicht Halt bei mir. Was ich immer gehofft habe und gedacht habe, es ist aber leider nicht so passiert. Okay, das heißt, ich hatte ja schöne Zeit gehabt zum Basteln, zum Bauen und zum Online-Shoppen. Derzeit für mein Meerwasser-Aquarium, das wird so gesagt, so ein kleines, naja, so ein kleines Nano-Riff. Da habe ich mal so ein bisschen da einbelesen oder einbeziehen, was ich auch drauf achten soll oder kann. So ein bisschen, ich werde natürlich so ein bisschen auch wieder meine Sachen mit einbringen, mein System einbringen, wie es läuft. Das heißt also, irgendwo wählt man viele Videos zu gucken im Internet, nur bestehen hauptsächlich aus Messen, 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 Messen. Tröpfchen davon reingehen, im Becken davon Tröpfchen reingehen, Becken. Und ich möchte so eigentlich so ein bisschen einfacher darstellen oder halten und probieren, ob es auch einfacher geht. Also ein bisschen die Natur ihren Lauf lassen. Wie ich es meine, werden wir ja dann sehen, wenn das Becken, wenn es läuft. Aber wir legen am besten gleich los nach dem Intro. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal das alte Becken, bisschen Bodenplatte gebrochen, beim anderen ist die Seitenwand kaputt gewesen. Also habe ich bei dem Becken, wo die Bodenplatte noch heile war, die Bodenplatte rausgenommen und reingeklebt. Hier sehen wir das, hier das Ocean Cube Z80. Dort ist alles drin, was man braucht für die Seewasseraquaristik zum Start, also größtenteils außer ein Heizstab und ein Abschäumer. Aber da kommt bestimmt noch ein extra Video drüber, wo ich euch das zeigen kann, was jetzt alles mit bei ist und welche Beleuchtung mit bei ist. Das sollte ca. 80 Liter sein, also brutto. Und hier sehen wir jetzt die Platte, der bei das andere Becken, wo die Seitenscheiben kaputt war, also war es ja aus wie so ein Einschlag rausgetrennt und schon alles schön vorbereitet. Wichtig ist, dass die Ränder immer ein bisschen, dass die Ränder exakt sauber sind, kein Fett dran ist, ansonsten kann es Probleme geben. Dann habe ich mir so einen Sauger genommen und so kann ich erstmal, brauche ich erstmal die Ränder nicht berühren mehr, die ich vorher richtig habe entfettet hat. Also gerade Silikon ist ja immer so ein bisschen schmierig dort. Jetzt habe ich mir erstmal eine Unterlage so geschaffen, weil ich auch nicht weiß, wie das Silikon haftet oder ob da Tröpfelchen ist. Jetzt habe ich erstmal den Rand eine kleine Naht gemacht, denn normalerweise, wenn man so ein Glasbecken zusammenbaut, baut man es ja Richtung, wie soll man sagen, erst die Bodenplatte und dann ringsrum das ganze Glas mit dran. Aber in dem Fall, da hat ja dann auch noch ein gebogenes Becken ist, also vorne gibt es keine Kanten, sondern ist so eine Biegung drin. Das heißt, dass da hinten nur noch eine Platte dran ist, die reingeklebt ist. Und das hat es garantiert auch nicht einfacher gemacht, das zu reparieren. Hätte ich es jetzt zum Glaser gebracht oder zum Aquarienbauer, dann hätte ich mir gleich ein nacktes Becken, hätte ich es mir sparen können. Dann hätte das Preis-Leistungs-Verhältnis hier nicht gepasst. Also habe ich gesagt, naja, du darfst das schief gehen, außer dass es undicht wird. Und meistens ist es ja, wenn es undicht wird, dann läuft das erstmal sowieso gleich raus, weil nämlich Salzwasser hat sowieso eine ganz andere Dichte als Leitungswasser. Also das heißt, da muss schon
Also so ein kleiner Haarriss, der noch drin ist, irgendwo, das kriegt man ja dann so gesagt schnell mit, um das zu reparieren. Also habe ich es jetzt sowieso erstmal hingestellt, eine ganze Weile mit Leitungswasser vollgefüllt, um einfach zu probieren, ob es dicht ist. Aber ich habe ja von außen, dann gleich zeige ich euch noch mal die Innennaht drauf gesetzt und dann hatte ich hier gesetzt, dann musste ich ja natürlich die Stege auch noch eine Silikonnaht drauf setzen. So, und die Latte habe ich so gesagt, darin nicht, dass ich mir nicht nach innen kippe. Jetzt habe ich das erste Mal verwischt oben. Dann auch so gesagt, von der Bodenplatte fertig und 100% Maß ist sie nicht gefertigt. Kann man dazu sagen, entweder liegt es dran, weil jedes Becken doch ein bisschen außer Maß ist als das andere, dass es deswegen so ein bisschen, also nicht genau passt. Und deswegen habe ich das nachher nochmal, glaube ich, das sieht man gleich nochmal, alles in eine Ecke mal reingeschoben, dass es effektiv wichtig ist, dass die Luftblasen rausgehen bei der Naht. Und das wird er gleich sehen, dann geht nämlich nochmal mit der Silikonkartusche durch und drückt das nochmal so richtig schön in eine Naht rein, dass das auch wirklich auf der anderen Seite rauskommt. Dann ist natürlich jetzt der ganze Nachteil, ich konnte das jetzt nicht komplett gleich umdrehen, das Becken, ohne dass mir die Platte verrutscht. Um das an der anderen Seite glatt zu machen. Also, was blieb mir an das übrig? Ich habe das jetzt erstmal trocknen lassen und dann von der anderen Seite nachher nochmal glatt gemacht. Beziehungsweise eine richtig schöne Naht nochmal ran gemacht, sauber geschnitten oben, dass da nichts ist und dann eine Naht von innen nochmal ran gesetzt. Also, so wie gesagt, keine Stoßverklebung bei der Aquaristik. Wir kennen das hauptsächlich auch von größeren Becken. Ist eine Wulstverklebung immer anzuraten, weil es dort, falls wirklich mal eine Erschütterung ist, sich das nicht löst. Denn hier haben wir jetzt ja die Hauptlast von oben drauf. Wenn wir das jetzt umdrehen, weil das ja die Unterseite ist, und wenn wir jetzt dann Riffelstein draufsetzen, muss man sowieso mal so ein bisschen aufpassen, dass man keine Punktbelastung kriegt. Ja, das ist natürlich jetzt vorbei, das Video. Becken. Wir sehen es im Hintergrund. Kann man das sehen? Da ist schon mal Wasser drin auf Probe. Ich hoffe, dass das so ein bisschen, dass das dicht bleibt. Gerade damit dann noch so eine kleine Naht in drinnen lang geklebt mit. Ich habe auch nicht normalen Silikon genommen, also Aquarium-Silikon extra geholt und musste dazu sagen, so, es klebt gut, es ist stabil. Becken, man kriegt die Naht nicht raus. Ich musste von innen ja noch eine Naht setzen. Und das Wichtigste halt ist auch so gesagt, nochmal kleine Zusammenfassung. Alles, was ihr anfasst am Glas, klebt nicht mehr. Das heißt also, eure Hände entfetten, nicht auf die Klebefläche, wo ihr was kleben wollt, auf Glas anfassen in dem Augenblick. Es wird halten, aber nicht mehr so lange. Das ist das Wichtigste drauf. Also, und dann einfach mal Wasser reinmachen, probieren. Und dann werden wir weitersehen, wie sich das entwickelt. Das kommt also im alten Jahr 2023. Aquaristik geht natürlich weiter, auch die Süßwasser-Aquaristik geht weiter. Meerwasser war so mal so ein Ding gewesen, war ist so ein Ding, weil ich schon lange so ein bisschen bauen oder machen wollte. Aber lasst euch am besten selber überraschen und rutscht gut rein in das Jahr 2023. Und wir hoffen mal alle, dass das Jahr noch ein bisschen besser wird als das letzte Jahr. Also bleibt gesund, tauscht uns seine Welt. Bis nächstes Mal. Ciao.